Sehr geehrter Herr Professor Zrenner, Herr Professor Leo, vielen Dank für die Einladung und auch der Hector Feller Academy herzlichen Dank, dass ich die Arbeiten hier präsentieren kann. Als Ingenieur treibt mich die Fragestellung auch immer an, wie geht es außerhalb des Labors? Und gerade in der Medizintechnik ist außerhalb des Labors ja der Mensch und der Patient. Und darum möchte ich mit Ihnen einige Ideen teilen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen. Der Rektor ist ja jetzt auch gerade nicht da. Auch in Freiburg gibt es hervorragende Ingenieurwissenschaften. Das ist noch nicht so ganz bekannt, weil wir das erst seit 20 Jahren machen. Aber dort haben wir gerade so Ingenieurstudiengänge an der Schnittstelle, wo wir kleine Dinge mit Informatik und der Medizin und den Lebenswissenschaften zusammenbringen, auch, glaube ich, auf ganz gutes Niveau gebracht. Und darum muss ich das jetzt noch einführend einfach mal an Sie weitergeben. Was mache ich? Ich bin auch ganz froh, dass mein Kollege Georges Mayaras nur wenige Bilder von denen gezeigt hat, die ich auch dabei habe. Also zwei sehen Sie nochmal. Worum geht's? Ich möchte erst ein bisschen über meine Ideen oder die Anforderungen wirklich bei der Medizintechnik reden. Das, was auch unter translationaler Forschung eingebracht wird. Wie bringe ich Ideen von der Laborbank ans Bett in den Patienten rein? Und dann habe ich meine beiden Lieblingsbeispiele mitgebracht. Einmal, was muss ich machen, dass Prothesen fühlen können von der Implantatseite her? Wie kann ich Nerven so koppeln mit technischen Systemen, dass wir da ein gewisses Gefühl wieder reinkriegen? Und auch durch die Einleitung der Elektrozeutika passt das zweite Beispiel ganz schön, Strom statt Pillen. Wie kriege ich Bluthochdruck nicht mit dem Cocktail von vielen Pillen mit Nebenwirkungen abgesenkt, sondern wie schaffe ich das mit Strom und wie schaffe ich es da vielleicht auch möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben. Wenn ich von Medizintechnik rede, soll das Technik für den Menschen sein und das bedeutet auf einer Seite, es muss sehr, sehr sicher sein. Wir müssen also so nah wie möglich an 100%iger Sicherheit sein, dass wir Menschen nicht gefährden mit der Technologie. Und wenn das Technik für den Menschen im Sinne von Diagnose, Therapie und Rehabilitation sein soll, dann möchte ich auch den Bereich des Enhancements, der Cyborgs und mögen sie noch so hübsch sein, wie wir in Ex Machina gesehen haben, einfach mal ausblenden, weil das nicht das ist, was mich antreibt, sondern wirklich die Hilfe für den Menschen und dort kann eine einfache Hilfe für den einzelnen Menschen auch schon viel bedeuten. Was ist im klinischen Einsatz? Da hat es die Elektrostimulation vom Gehirn ein bisschen in die Nase runtergezogen. Da war sie nicht gedacht, sie sollte eigentlich da oben bleiben. Hier, da, das wäre eine Nebenwirkung. Was ich Ihnen mit der Folie aber zeigen wollte und Kollege Mayaras auch schon gezeigt hat, ist, dass diese Neurotechnik Strom für Reha und Therapie nicht mehr die Nische von einigen wenigen ist, sondern dass wir schon mehr als 500.000 Patienten weltweit damit versorgt haben in den Hauptanwendungen. Das Implantat, was Sie auf der rechten Seite sehen, da könnten Sie sagen, das sieht fast so aus wie ein Mittelding zwischen Herzschrittmacher und Cochlea-Implantat. In der Tat, da sind Technologien kombiniert. Das ist aber das, was im Moment für den klinischen Einsatz vorbereitet mit am weitesten ist von der Komplexität, dass Sie gleichzeitig ableiten und stimulieren können, um dann auch Regelkreise zu schließen und Patienten spezifisch über Krankheitsverläufe hin dann auch einsetzen zu können. Mit einer Start-up-Company, die wir vor 7 Jahren mittlerweile ausgegründet haben, um zu gucken, dass wir da diese Gehirnimplantate auch weiter voranbringen können. Der Grund, wir haben die Zahlen aus den USA schon gehört, in Europa sieht es nicht anders aus. Das ist eine Studie von 2010 über die Population der Europäischen Union. In einer alternden Gesellschaft ist es mittlerweile so, dass die Erkrankungen, die im weitesten Sinne mit dem Gehirn zu tun haben, die Kosten überschritten haben, die Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen zusammen aufwerfen. Und das ist, glaube ich, ein guter Grund, auch in dieser Forschung weiter voranzugehen und dort, auch wenn die Schritte sehr klein sind, nach neuen Anwendungen zu suchen. Die Fragen, so unterschiedlich das jetzt sein mag, ob ich jetzt an den Fuß denke, an schwerste Depressionen oder ans Sehen, sind immer die Fragen, wie muss ich stimulieren, dass es den gewünschten Effekt hat?
wo muss ich stimulieren? Gibt es nur einen Ort? Gibt es unterschiedliche Orte, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben? Und was bewirkt denn das, was ich da mache? Und zwar sowohl im Sinne des Effekts als auch im Sinne der Nebenwirkung. Sodass wir da die Grundlagen eigentlich immer die gleichen haben und dann sehr spezifisch gucken müssen, wie setze ich das Ganze um. Und wenn ich das umsetzen möchte, nicht nur in der Machbarkeit im Labor, sondern auch am Menschen, dann sollte ich mir über Zuverlässigkeit Gedanken machen. Und was heißt das dann? Und da komme ich da in der Tat nochmal zu Arne Larsen zurück und möchte die Geschichte noch ein bisschen ausbreiten. Denn der erste Schrittmacher, den er von seinen 26 oder 27 gekriegt hat, den hat er so gegen 22 Uhr am 8. Oktober 1958 gekriegt. Und den zweiten, den er gekriegt hat, das war am 9. Oktober 1958, so gegen 2 Uhr in der Früh. Das heißt, wir reden so von Laufzeiten von 3 Stunden. Das war da völlig in Ordnung. Also die Damen und Herren, die das implantiert haben und die Damen und Herren, die es entwickelt haben, die haben weitergemacht. Und das ist ja auch gut, weil der ist immerhin ganz schön alt geworden und hat überlebt. Aber das ist die Pionierzeit. Wenn wir heute etwas entwickeln, dann wird von ausgegangen, sobald das in den Menschen geht, hält das länger als 3 Stunden. Wir haben schon Diskussionen, ob es ein Jahr oder 2 halten darf. Eigentlich möchten wir 10 oder 20 Jahre Minimum haben. Und wenn Sie an Cochlea-Implantate denken, die bei Neugeborenen implantiert werden, die heute eine Lebenserwartung von ungefähr 80 Jahren haben, sollten wir so ein System auf 100 Jahre fehlersicher machen. Und wenn Sie überlegen, was Sie da kennen, was 100 Jahre hält, fällt mir elektronisch nichts ein. Die Herausforderung gerade für Wissenschaftler ist auch die Reproduzierbarkeit. Wir sind mal alle sehr stolz, wenn das im Labor funktioniert und wenn wir dann n gleich 5 hinschreiben können, ist das eine ganz tolle Geschichte, dann haben wir schon Statistik gemacht. Das bedeutet aber für Patienten, wir müssen Kleinserien fertigen. Wir haben für unseren ersten Patienten, den ich Ihnen nachher noch zeigen möchte, haben wir 120 Mal das gleiche Device fertigen müssen, damit wir überhaupt durch alle Validierungen vom Waschen übers Sterilisieren und Verpacken hindurchgekommen sind. Das heißt, auch für die Forscherinnen und Forscher sind wir schon im Bereich der Kleinserienfertigung involviert, wenn wir das Ganze in den Menschen bringen wollen. Was gibt es? Wir haben schon viel gesehen. Ich vergleiche das immer gern mit einem Zoo. Wir haben ganz viele Tierchen, die wir bauen können und wir müssen uns jetzt überlegen, welche Elektrode, welche Schnittstelle passt am besten an welche Stelle im Körper hin und wie kriegen wir sie dahin, ohne dass sie bei der Implantation zerstört wird. Das ist eine Frage, die man gern ausblendet und die Handhabungsweise, die Ingenieure und Physiker im Labor haben, unterscheiden sich signifikant von denen, die Chirurgen im Operationssaal haben, sodass wir da auch genau gucken müssen, wie die Welten zusammenpassen. Ich möchte Sie jetzt so ein bisschen in die Welt der Dünnfilme entführen. Das ist das, was eine Beschreibungsmöglichkeit dieser polymerbasierten Systeme mit kleinsten Metallschichten und polymeren Beschichtungen ist. Und wenn wir da von Dünnfilmen reden, sind das Metalle, die weniger als 1 Mikrometer dünn sind. Das ist sogar noch dünner als das Blattgold, was in Kirchen auf den Engeln drauf ist. Das heißt, es ist so dünn, dass es ganz stark haften muss zu dem Substrat, zu der Isolation, sonst würde es wie Staub zerfallen. Und ich habe Ihnen mal hier ein Bild mitgebracht, das ist eine unserer Elektroden gewesen, als wir angefangen haben. Die ist 300 Mikrometer im Durchmesser, damit so in der mittleren Größe und hat 300 Nanometer Schichtdicke. Und wenn Sie da ein bisschen Strom drüber geben, das ist also das, so 60.000 Stimulationspulse ist weniger als 30 Tage Lebensdauer, wenn man das im Menschen sehen würde. Dann sieht das zwar auf dem Bild hübsch aus, aber das bedeutet, durch die Elektrostimulation im Salzwasser lagern sich da Sauerstoff und Wasserstoff an, das mag nicht mehr haften und wie so ein Knackfrosch springt Ihnen das dann von der Elektrode weg und damit ist das so gut wie kaputt. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich das denn hin, dass es das nicht mehr macht, weil das die Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Implantation ist. Und die einfache Antwort ist, nimm eine stabile, kovalente Bindung und es haftet. Und die schwierige Frage ist, na was nehme ich denn für Materialien, die das können? Und wir haben da gesehen, dass Kollegen schon ein bisschen Arbeit auf ganz anderem Feld geleistet haben, als sie Leiterbahnen wasserdicht einpacken wollten mit Halbleitermaterialien, Isolationsmaterialien. Und wir sind dann über diamantartigen Kohlenstoff und Siliziumkarbid gestolpert und haben gesagt, das machen wir jetzt so dünn, dass die Materialien immer noch flexibel sind, aber gut haften mit der chemischen Bindung.
es ist mal einfach gesagt, da oben und unten einfach so eine Haftschicht drauf zu machen und schwer zu machen. Und hier nochmal der Vergleich, 80 Stunden nun kontinuierlich in vivo, hier im Rattenmodell stimuliert, weil wir gesagt haben, Salzwasser ist schön, aber der Körper hat noch Enzyme, der hat eine Fremdkörperreaktion. Wir glauben unserem Salzwasser nicht so ganz in dem Fall. Ohne diese Haftvermittlerschicht haben Sie wieder den Knackfrosch-Effekt. Hier das Ganze poppt hoch und blättert ab. Wenn wir die Haftvermittlerschicht machen, sieht es gut aus. Damit haben wir zumindest mal den ersten Schritt, bei dem wir sagen können, wir haben so eine Idee, dass das stabil sein kann, wenn wir in den Menschen gehen. Wir benutzen als Substrat, habe ich vergessen zu sagen, Polyimid, weil wir glauben, dass das ein gutes Polymer ist, gut in dem Sinne von, es ist handhabbar, es ist stabil, wenn wir es nur 10 Mikrometer dick machen, es ist nicht toxisch, es ist langzeitstabil und es scheint über Jahre hinweg überleben zu können, wenn es im Körper ist. Also ein gutes Material, was wir dann erkannt haben. Ich möchte Ihnen jetzt, anstatt in die Tiefe zu gehen, lieber ein paar Bilder zeigen, wie das aussieht, wenn wir es richtig anwenden. Wir hatten die Herausforderung, in einem Verbundprojekt die Elektroden zu entwickeln für eine fühlende Prothese. Das stellen Sie sich vor, Sie haben eine Amputationsverletzung, Sie bekommen eine künstliche Gliedmaße, dann können Sie greifen. Sie können auch mit der Muskelkraft Ihre verbleibenden Muskeln anspannen und die elektrischen Signale steuern diese Prothese. Aber wie wissen Sie denn, wenn Sie etwas greifen, dass das jetzt hält? Wenn ich diese dicke Mineralwasserflasche nehme, kann ich ruhig ein bisschen mehr drücken. Das macht ja nichts. Sie kennen aber alle diese 1,5 Liter PET-Wasserflaschen, die kann man ja super halten, wenn die geschlossen sind. Ne? Und dann drehen Sie die oben auf und dann werden die auf einmal ganz weich und dann sind wir selbst mit Gefühl in den Fingern schon ganz schön schwierig daran, erstmal zu sehen, wie viel drücke ich denn. Stellen Sie sich vor, Sie spüren das nicht, Sie sehen das nur, was die Flasche da gerade mit Ihnen macht. Dann ist das doch sehr schwierig, das nachzuführen. Und da war die Idee, kann ich nicht meine Prothese mit Kraftsensoren ertüchtigen, die dann mit einem Computer verbunden sind, der diese Kraftsignale in elektrische Stimulationspulse überführt, die an der richtigen Stelle im Nerven stimulieren und der Patient fühlt ganz intuitiv, das ist der Druck auf meinen Zeigefinger und das ist der Druck auf meinen kleinen Finger. Wie ich an die richtige Stelle komme, erzähle ich Ihnen gleich in einem kleinen Film. Vorher möchte ich Sie auf die Elektrode hinweisen. Was so einfach aussieht, war so die Entwicklung von 6, 7 Jahren. Eine Elektrode, die ich quer durch den Nerven durchfädeln kann, um möglichst viele Faserbündel über den Nerven hinweg zu kontaktieren und die ich dann, so klein und fragil wie sie ist, ein Zehntel so dick wie ein menschliches Haar, dreimal so breit, die ich dann mit einem robusten Kabel verbinden muss, damit es auch im Körper am Oberarmmuskel überleben darf. Ich würde Sie bitten, das Video zu starten. Herzlichen Dank. Was aus unserem Konsortium entstanden ist, wir hatten als Patienten einen 36-jährigen Mann, dem vor 9 Jahren ein Feuerwerkskörper in der Hand explodiert war. Wir haben diese Elektroden gefertigt, 4 werden implantiert. Wir waren mit 20 im OP angerückt, weil wir nicht wussten, wie viel kaputt gehen bei der Handhabung. Der Chirurg öffnet den Arm und diese Elektroden, die aus Polyimid bestehen, mit einer Iridiumoxidbeschichtung, mit einem Durchmesser von 80 Mikrometer, was so ungefähr ein menschliches Haar ist, und 14 Kontakten plus 2 Gegenelektroden, um den Stromkreis zu schließen, werden dann vom Chirurgen in den Nerven durchgezogen. Das sind hier die gelben Strukturen, das sollen Nerven sein. Da wird das Ganze durchgezogen und hinterher am Nerven, Außengewebe, am Epineurium und dem umliegenden Muskel fixiert. Wir haben noch kein volles Implantat, weil wir nicht wussten, geht die Idee überhaupt, sodass wir nicht 5 bis 10 Jahre für eine Elektronikentwicklung verstreichen lassen wollten. Nach einigen Tagen wird der Patient mit einem Stimulator verbunden und jeder einzelne Kanal wird nun mit Strompulsen beaufschlagt und der Patient muss berichten, was er fühlt. Wenn er sagt, es tut weh, wird der Kanal sofort als geht nicht markiert. Ansonsten beschreibt er sehr genau dann, welcher Teil der Hand welches Gefühl hat
Und wenn das markiert ist, sucht man sich die Bereiche raus, die Zeigefinger und kleinen Finger markieren. Das heißt, wir wissen im Vorfeld nicht, wo die sind. Das müssen wir rausfinden mit dem Patienten. Darum gibt es auch so viele Implantate rein, damit wir die richtigen Punkte finden. Er kriegt diese muskelgesteuerte Handprothese, steuert es über den Oberarm und greift jetzt. Noch ist kein Geräusch zu hören. Jetzt hören wir das Geräusch. So. Mhm. Er kann also erkennen, ist ein Gegenstand weich oder hart. Und er ist verblindet, damit er das nicht sieht, wie sich etwas bewegt. Und er hat Musik auf den Ohren, weil man auch an diesem lauten Geräusch der Prothese erkennen könnte, was die gerade macht. Dieses Geräusch ist auch der Hinderungsgrund bei regulären muskelstromgesteuerten Prothesen, warum viele Träger noch sagen, das möchte ich gar nicht immer benutzen, weil es gerade dann, wenn ich es leise haben will, weil es feierlich ist, einen ziemlichen Lärm macht. Die Frage ist jetzt, geht das immer? Wie geht das? Erkenne ich das mit unterschiedlichen Materialien? Unser erster Patient war faszinierend, weil er intuitiv nach einigen Minuten schon das rausgefunden hat. Also wir haben damit nicht gerechnet. Und es ist wirklich die Schwierigkeit, dort auch diese Zuordnung zu machen, wie kann das Ganze funktionieren. Nach der ersten Runde, nach europäischer Medizinproduktegesetzgebung, durften wir nur 30 Tage in den Patienten implantieren, haben wir die Ergebnisse ausgewertet und haben dann noch ein paar Dinge verbessert, zum Beispiel diese Haftvermittlerschicht eingefügt, die ich Ihnen ganz am Anfang verkauft habe hier und vorgestellt, und haben dann zwei weitere Patienten jeweils 6 Monate implantiert gehabt. Sie sehen auch hier schon bei diesem Patienten von dem 19 Zoll Laboraufbau konnte das Ganze miniaturisiert werden in einem Rucksack, dass dieser Patient also in ganz normaler Umgebung, er ist mit der Prothese Auto gefahren, er ist mit den Kollegen in Rom, die ihn betreut haben, dann auch durch die Stadt gegangen, also konnte schon richtig mobil Aufgaben des alltäglichen Lebens machen. Die dritte Patientin konnte auch greifen damit. Wir haben seit Ende Juni jetzt eine 4. Patientin in Rom implantiert. Sie werden sich fragen, warum Rom? Es war ein europäisches Projekt und der klinische Partner war halt in Rom. So kommen manchmal Zufälle zustande. Bei der oberen Extremität waren wir selber sehr überrascht, wie gut es geht. Die anderen beiden Patienten haben mehr Training gebraucht, aber auch da waren sehr tolle Ergebnisse. Handamputationen sind zum Glück rückläufig aufgrund von Arbeitssicherheitsmaßnahmen, ja, dass sie Lichtvorhänge haben an schweren Abkantmaschinen und sowas. Was wir aber haben, sind viele Beinamputationen, auch aufgrund von Diabetes, von peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Wieder aufgrund von persönlichen Beziehungen und Kontakten über EU-Projekte hinaus sind wir jetzt in Belgrad gelandet und die ersten 3 Patienten sind implantiert nach Beinamputation, weil auch die Fragestellung, wie ist denn der Untergrund, wenn ich laufe? Hier ist es gerade, muss ich nicht hingucken. Wenn jetzt Kiesel hier wären, wenn was wegrutschte, wäre es eine wichtige Information, die ich brauche, um das Gleichgewicht zu halten. Und wenn wir das den Patienten zurückgeben können, dann haben wir da einen guten Weg für eine neue Anwendung. Das wird gegenwärtig auch gefördert vom Deutschen Forschungsministerium für andere Anwendungen mit auch einem Marktführer. Da haben wir aber erst vor einem Dreivierteljahr angefangen, sodass wir da noch keine Ergebnisse bringen können. Jetzt noch einige Worte zu dem schönen Thema Strom statt Pillen. Wenn wir Blutdruck senken wollen, ist die Idee, hinter dieser Idee mit Strom ranzugehen, dass wir die Signale der körpereigenen Drucksensoren überschreiben. Wir haben Drucksensoren in den Blutgefäßen, die senden Signale. Könnten wir diese quasi umändern, könnten wir vielleicht den Blutdruck senken. Mit dieser Idee, die leider nicht von mir kommt, aber die wir umgesetzt haben, haben wir erstmal stimuliert, ganz normal, den ganzen Vagusnerv, in dem diese Signale drin sind. Und wir haben zwar den Blutdruck hier abgesenkt, aber Sie sehen auch, irgendwie sieht das ein bisschen auseinandergezogen aus. Und diese schnellen Pulse hier sind die Herzfrequenz. Jetzt werden Sie sagen, wo hat der denn gemessen? So schnell schlägt doch mein Herz nicht. Nee, das war an einer Ratte. Die haben eine Herzfrequenz von ungefähr 300. Das ist schlecht, wenn wir die Herzfrequenz absenken, können wir das ortsaufgelöst machen und möglichst dicht an die Fasern rankommen, die wir haben wollen.
Hier der rote Kreis, das wären unsere Wunschfasern, wenn wir da viele Kontakte drumherum legen und dann den Strom erhöhen, können wir möglichst genau diese Fasern kriegen, möglichst wenige andere mitstimulieren und haben uns dann noch neben dem Ort auch Pulsbreite, Pulshöhe, Art, wie die Pulse appliziert werden, angeguckt und konnten da auch Blutdrucksenkung im Tiermodell erzielen, auch wenn die Tiere noch die üblichen Blutdruckmedikamente hatten. Wir konnten da auch Geld für akquirieren von einem großen Mittelständler in Deutschland. Wir haben eine Firma ausgegründet und hoffen, dass wir da innerhalb von 5 Jahren Richtung Medizinprodukt vorangehen können. Große Herausforderung, enger Zeitrahmen, aber im Moment sind wir noch sehr guter Dinge. Und damit komme ich zum Ende. Ich konnte Ihnen, glaube ich, zeigen, es gibt über die Grundlagenfragestellungen eine Menge ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen in Abstimmung mit der Medizin, die betrieben werden müssen. Es gibt erfolgversprechende Ergebnisse, aber wir müssen immer noch zeigen, dass auch diese kleinen Systeme in Mikrotechnik mit Polymeren, mit Polymerelektronik wirklich auch langzeitstabil sind. Das schaffen wir nicht allein, dazu brauchen wir die Patienten, die es akzeptieren müssen und die es auch haben wollen. Und wir müssen auch gesellschaftlich hinausgehen und nicht nur den Patienten das erzählen, sondern auch den Krankenkassen, dass wir mittelfristig auch das Ganze abrechnen können. Nur dann wird es auch eine Erfolgsgeschichte. Und damit möchte ich mich bedanken bei meinem Team, was mithilft, den Fördergebern und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Applaus